Lieber Herr Koldorf, lieber Herr Tim, meine Damen und Herren, der Film, der Einspieler war Gott sei Dank lieblicher als das Buch und die Recherchen, die die beiden Autoren vorgelegt haben. Ich kann Ihnen heute aber noch ein bisschen mehr bieten als nur eine Beurteilung oder Bewertung der Jury zu deren Arbeit, sondern auch Nutzwertjournalismus. Normalerweise hat Nutzwertjournalismus ja nichts mit Recherche zu tun, aber wenn Sie das Buch und den Film sehen, dann werden Sie den Nutzwert haben, dass Sie künftig in jedes Museum, in jede Ausstellung mit anderen Augen reingehen und das nachher auch anders verlassen. Also das kleine Feuilleton am Anfang war ein bisschen zu soft. Worum geht's? Zunächst um die Machenschaften eines surrealistischen Kunstfälschers, der aber im Kern ein ganz realistisches Feld der Kunst bedient und dort auch arbeitet und immer wieder gespiegelt wird vom Hochglanzjournalismus der Kunstszene. Das sind oftmals nicht mehr als Werbekataloge. Die beiden Preisträger machen aber jetzt das Gegenteil. Sie beleuchten die kriminelle Schattenseite des internationalen Kunstmarktes. Koldorf und Tim analysieren in ihrer minutiösen Langzeitrecherche die Abgründe des von Gier und Skrupellosigkeit getriebenen Kunstmarktes. Am Beispiel des jüngst überführten, eben gesehenen Beltracchi entziffern sie das Geschäftsmodell eines perfekt eingespielten Milliardenmarktes und zeigen gleichzeitig, wie gefügige Kunsthistoriker, geschmierte Händler und faszinierte Kunstkritiker beiseite stehen und im Grunde das System stützen. In diesem Morast, Sie müssen sich klar machen, dass bis zu 30%, so die Schätzungen aller Werke auf dem Kunstmarkt, Fälschungen sein sollen, werden Gewinnmargen gemacht wie im Drogen- und Waffenhandel. Ja, Sie haben richtig gehört, Drogen- und Waffenhandel, das ist keine Übertreibung. Und der wunderbare Mehrwert dieser Recherchen von Koldorf und Tim ist meiner Ansicht nach, dass Sie mit Ihren Enthüllungen an der Kunstwelt kratzen, an einem Salon-Luxusleben, was man bis jetzt nicht angreifen durfte, weil es auch eine bestimmte Klasse repräsentiert. Sie blicken hinter den schönen Schein eines Milliardenmarktes, gesteuert von einem internationalen Kartell. Und damit liefern Sie selbst ein Glanzstück des deutschen Recherchejournalismus. Ja, insgesamt kann man lesen und hören, dass es um Millionenrenditen geht, um Schwarzgeld, Zwischenfinanzierer, Kartellbildung, Steueroasen, saubere Hintermänner und Gewinnmargen zum Teil mit 1000%. Den Autoren gelingt es meiner Meinung nach in ihrer Veröffentlichung, dieses geschickt getarnte Dunkelfeld aufzuhellen und Schritt für Schritt zu enttarnen. Dabei benennen sie Ross und Reiter. Aber der größte Verdienst bei dieser Recherche ist wohl insgesamt, dass man diese 100 Jahre alte Aura der Diskretion und Seriosität eines schmutzigen Kunsthandels nun angegriffen hat und sie zur Makulatur macht. Alle Akteure müssten es besser wissen, aber es geht weiter insgesamt. Es hat sich bis jetzt wenig geändert, auch wenn das Buch vorliegt. Was ist ganz wichtig für Sie, wenn Sie sich allgemein auch für Journalismus interessieren, weil Koldorf und Tim meiner Ansicht nach ganz nebenbei ein Lehrbuch des Recherchejournalismus abgeliefert haben, in dem man die Typologie guter Recherchen und hervorragender Ergebnisse analysieren kann. Es sind 6 Zutaten, die meiner Ansicht nach dazugehören: Wissen, Wille, Potenzial, Detailbesessenheit, das Wichtige vom Unwichtigen trennen und nicht zum Schluss juristische Attacken überstehen. Im Einzelnen, ein profundes Wissen, das ist gegeben in dem Fall über den Kunstmarkt seit langen Jahren, der Wille, die Dinge mit Ausdauer und Hartnäckigkeit auf den Grund zu gehen, das ist übrigens die wichtigste Sekundärtugend, das Potenzial unabhängiger Experten und Insider, etwa des Landeskriminalamtes in Berlin, für die Wissensvermehrung und die Prüfung zu nutzen, die Detailbesessenheit im Einzelnen und trotzdem die großen Linien nicht aus den Augen zu verlieren und vor allen Dingen eine Sache, die einfach klingt, aber schwer ist, das Wichtige vom Unwichtigen nachher zu trennen und die Geschichte sortiert zu erzählen, aber auch am Schluss noch die juristischen Attacken zu überstehen. All das haben Koldorf und Tim am Beispiel des korrupten Kunstmarkts in vorbildlicher Weise geleistet und damit für den Recherchejournalismus Maßstäbe gesetzt. Herr Tim und Herr Koldorf, wir danken Ihnen im Namen der Jury für dieses exemplarische Arbeiten, für diese journalistische Höchstleistung. Vielen Dank. Okay, er will nicht mit aus. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde Sie auch gleich nochmal abgreifen.
doch wunderbar, dass auch Bücher noch prämiert werden, nebenbei bemerkt. Mir fiel auf, dass Wolfgang Beltracchi es irgendwie geschafft hat, die Sache in der Öffentlichkeit zu drehen, nämlich sich selber als so Genie, aber auch als Robin Hood darzustellen, der es ja nur den Richtigen verpasst. Ja? In vielen Zeitungen wurde es auch so aufgegriffen, dieser Kammerton. Ist das eigentlich angemessen? Nein, wir fanden, dass es nicht angemessen ist, und das war einer der Gründe dieser Recherchen, nicht nur zu Beginn. Wir hatten sehr früh von diesem Fall erfahren, schon vor der Verhaftung der Täter, als man noch sehr im Dunkeln tappte, wer denn hinter diesen plötzlich massenhaft auftauchenden Fälschungen überhaupt stecken konnte. Als es dann zur Verhaftung und später zum Prozess kam, da war es sehr schnell der Spiegel, der den Ton vorgegeben hat, indem er vom Filou Wolfgang Beltracchi schrieb. Einige andere sind nachgefolgt und man hörte wirklich in manchen Berichten so ein bisschen Schadenfreude hinaus. Es sind doch eigentlich die Richtigen, die es trifft. Ja. Wer sich leisten kann, 7 Millionen für einen André Derain auszugeben und noch nicht mal guckt, ob es denn echt ist, noch nicht mal die entsprechenden Experten befragt, der hat doch ein bisschen selbst Schuld. Der Meinung waren wir nicht. Wir wollten darauf hinweisen, dass es ein kriminelles Verbrechen ist, dass auch reiche Menschen das Recht haben, nicht betrogen zu werden und dass vor allen Dingen auch den Künstlern und dem Kunstmarkt insgesamt großer Schaden zugefügt worden ist. Haben Sie Whistleblower aus dieser Industrie oder diesem Markt eigentlich gehabt? Also Leute, die Ihnen sagten, und so läuft es? Wir beide, der Stefan noch länger als ich, wir recherchieren schon eine Weile in diesem Bereich und kennen dadurch einige Leute und es hat aber doch fast über ein Jahr gedauert, bis wir an bestimmte Leute, Sammler im Ausland rangekommen sind. Da musste man schon ziemlich lange baggern, bis die einem was erzählt haben. Es geht da einfach um sehr, sehr viel Geld und auch ein hohes Maß an Diskretion. Genau, ich, ne? Ja, weil eben es geht vor allen Dingen auch um, heute war ja Titelzeile in der Süddeutschen Geldwäsche, es geht da eben, da ist viel Schwarzgeld auch unterwegs, da werden Gelder aus komischen Quellen irgendwie in Kunst investiert und sind sehr viele Leute aus den Machtzirkeln sammeln auch Kunst, also es ist so eine Melange aus viel Geld und viel Macht und da wird nicht viel drüber erzählt. Sind Sie eigentlich bedroht worden, wenn Sie sich mit solchen Leuten anlegen? Kamen da die gemeinen Anrufe? Also nicht direkt, da war ja auch heute Abend schon die Rede von, da gibt es subtilere Methoden. Ich bin Redakteur beim Deutschlandfunk, Tobias ist Redakteur bei der Zeit und es gab durchaus Briefe an den Chefredakteur der Zeit und an den Intendanten des Deutschlandfunk, wie tendenziös da recherchiert wird, wie unwahr das auch ist, denn wir haben unsere Recherchen natürlich zuerst in unseren Medien, die uns ja unterstützt haben, veröffentlicht. Und wenn dann plötzlich eines Tages es an der Tür klopft, ein freundlicher Herr in Korthose und kariertem Hemd auf der Matte steht und mich nach meinem Namen fragt, sich dann als Gerichtsvollzieher vorstellt und mir eine einstweilige Verfügung über 250.000 Euro wahlweise 6 Monate Ordnungshaft auf den Tisch legt. Dann wird man schon mal blass. Privat übrigens, nicht dem Deutschlandfunk. Mhm. Dann hat selbst meine großartige Frau doch kurz die Augenbraue hochgezogen. Aber ich glaube, in der letzten Zeit haben wir es ja gesehen, also in der letzten Ausgabe der Zeit, dass die Recherche weitergeht. Sie waren auch in Andorra, Sie haben also Informationen aus Andorra, sagen wir mal so. Sie haben auf Kontonummern, Kontobewegungen recherchiert. Das heißt, für Sie ist die Geschichte noch lange nicht abgeschlossen. Nein, das Interessante ist eben, dass da noch viel mehr Fälschungen als bisher bekannt sind und in einem Gerichtsverfahren zur Sprache kommen. Das war ja auch ein lustiger Deal, ne? War ein lustiger Deal, genau. Das war sehr schön für die Angeklagten. Also es sind noch viele, viele gefälschte Bilder da draußen unterwegs und auch jede Menge Geld. Mhm. Und da beteiligen wir uns an der Suche nach diesen Bildern. Also wenn man sich klar macht, dass Herr Beltracchi über fast 30 Jahre lang gefälscht hat, höchstwahrscheinlich um die 50 Millionen Euro damit verdient hat, 31 Konten gehabt hat, auf den Cayman Islands, auf den British Virgin Islands, in Andorra, in Panama, eine eigene Firma unterhalten hat, nur um die Konten zu verwalten
und es dem Richter in Köln genügt hat, einmal kurz zu fragen, wo denn das Geld geblieben sei. Herr Beltracchi dann gesagt hat, das haben die Banken für mich durchgebracht, Sie wissen doch, wie sowas ist, und damit war das Thema erledigt. Dann war auch das für uns ein Moment, wo wir gedacht haben, das kann eigentlich nicht alles sein, und wenn es die Justiz nicht richtet, dann muss man es mit journalistischen Methoden zumindest mal versuchen. Ja. Herr Koldorf, Herr Timm. Wir werden später noch mal ein bisschen weiterreden. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Buch. Ich kann es nur empfehlen. Ich mache jetzt Werbung, ja, also so. Und vielen Dank, und es geht jetzt hier weiter.